Und all das möchte ich jetzt mit dem waffenpsychologischen Gutachter Rainer Kastner besprechen. Er ist jetzt zu mir ins Studio geschalten. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Die Konfliktforscherin Birgit Haller sagt, wie gerade erwähnt, dass die Waffengesetze in Österreich zu locker seien. Sehen Sie das auch so? Ja, es ist ein schwieriges Thema. Faktum ist ganz einfach, Österreich ist schon oft magaziniert. Das heißt, wir haben aus der Historie auch Weltkriege hinter uns und hier bestehen auch noch Waffen. Man muss auch hier schon sehen, es gibt natürlich einen gewissen Anteil an legalen Waffen, auch einen sehr hohen Anteil an Waffen, die auch nicht gemeldet und nicht registriert sind. Das heißt, wenn man über eine Verschärfung vom Waffengesetz spricht, muss man das Ganze noch etwas weiter spannen. Wie gehen wir auch nachher mit der Situation um mit Waffen, mit Waffenbesitzern und Besitzerinnen, die ihre Waffe gar nicht gemeldet haben? Bevor wir darüber gleich noch näher sprechen, eine grundsätzliche Frage. Es ist verständlich, dass etwa Jäger oder Polizisten eine Waffe bei sich tragen, aber wozu braucht unter Anführungszeichen ein normaler Mensch eine Schusswaffe? Also wir sehen bei unseren waffenrechtlichen Verlässlichkeitsprüfungen auch vom Motiv, von der Motivation, dass ein sehr großer Anteil der Personen die Waffen deshalb auch beantragen, um sie zum Beispiel als Sportschütze zu verwenden nachher. Wir sehen schon in unseren Gesprächen, dass sehr wohl das Sportschützen-Dasein natürlich seine Berechtigung hat, aber im Hintergrund sehr wohl auch dieses Phänomen des subjektiven Unbehagens, also auch jetzt die unsichere Zeit, sei es aufgrund der Pandemie, der Flüchtlingswelle, dass hier das sehr oft auch die Motive sind, sich eine Waffe zulegen zu wollen. Personen, die zu uns kommen, hier geht es eigentlich rein um diese Kategorie B-Waffen, um Faustfeuer, Waffen, sprich jetzt Pistolen und Revolver. Wie kommt man denn in Österreich eigentlich zu einem Waffenpass? Ja, hier muss man unterscheiden zwischen einem Waffenpass und einer Waffenbesitzkarte. Dass heute Personen einen Waffenpass bekommen, sprich wirklich mit einer geladenen Waffe am Körper, Tag und Nacht, also damit nachher auch herumspazieren dürfen, unter Anführungszeichen, das ist gar nicht mal so leicht. Und hier bedarf es einer ganz genauen Prüfung auch seitens der Behörde. Etwas einfacher ist es, eine Waffenbesitzkarte zu beantragen. Das ist dann, wo ich eben eine Faustfeuerwaffe mir nachher zulegen darf, um eben zum Beispiel den Schützensport auch auszuüben. Hier darf ich aber nicht mit einer geladenen Waffe auf der Straße zum Beispiel zu Fuß gehen oder mit dem Auto fahren. Eine Waffenbesitzkarte kann man bei der Behörde beantragen. Hier braucht man auch einen Waffenführerschein, den bekommt man über den Waffenhändler. Und man braucht eine waffenrechtliche Verlässlichkeitsprüfung. Das sind aber diese Untersuchungen, die wir nachher zum Beispiel bei uns in unseren Untersuchungsstellen noch absolvieren. Muss man diese Waffenpässe oder Waffenbesitzkarten immer wieder erneuern oder bleiben die einem ein Leben lang? Ja, aus psychologischer Sicht ist es so, wir müssen diagnostizieren, ob vielleicht Hinweise bestehen können, dass eine Person unter psychischer Belastung leichtfertig oder ungerechtfertigt von einer Schusswaffe Gebrauch macht. Das ist eine Diagnostik, diese Personen kommen bei uns nur einmalig. Sollte es aber hier keine Auffälligkeit mehr geben, wie zum Beispiel mangelnde Verlässlichkeit, die seitens der Behörde festgestellt werden kann, auch seitens der Exekutive, dann sehen wir diese Personen nicht mehr. Verbesserungen hat es aber hier schon gegeben in den letzten Jahren. Der sogenannte Gutachtentourismus, der setzt, dem ist ein Riegel vorgeschoben worden. Was bedeutet das? Wenn wir Personen negativ diagnostizieren, dann haben wir bislang keine Möglichkeit gehabt, dies der Behörde mitzuteilen. Das heißt, eine Person hat nachher immer wieder, auch natürlich verschiedene Waffenpsychologen und Waffenpsychologinnen aufsuchen können, bis eine positive Befundung nachher niedergeschrieben worden ist und somit ist er mit diesem Schreiben nachher zur Behörde gegangen. Heute haben wir die Möglichkeit, bei einer negativen Befundung, dies auch der Behörde zu melden und dann besteht nicht unmittelbar gleichwertig die Möglichkeit, eine neuerliche waffenrechtliche Verlässlichkeitsprüfung durchzuführen. Jetzt ist ein Täter der jüngsten Frauenmorde vor seiner Tat mit einem illegalen Elektroschocker erwischt worden. Wie ist es denn möglich, dass ihm danach nicht der Waffenschein abgenommen worden ist? Ja, also ich bin nicht Behörde, ich bin nicht Polizei. Ich denke auch, man wird nicht zu 100% Aggressionsdelikte verhindern können. Elektroschocker sind natürlich auch gefährliche Instrumente. Hier muss vermutlich auch die Behörde sensibler agieren, vor allem auch bei Personen, wo es schon offensichtlich ist, dass Delikte vorliegen. Ich will jetzt gar nicht nur die Aggressionsdelikte hernehmen, auch zum Beispiel Delikte gegen das Suchtmittelgesetz, Alkoholdelikte. Ob das jetzt in den eigenen vier Wänden ist oder auch im Straßenverkehr ist,
Das sollten alles Hinweise sein, auch für Behörden, hier wirklich die Verlässlichkeit einer Person durchaus in Frage zu stellen. Rainer Kastner, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.